Wir reden heute über Glück. Hallo liebe Freunde von Luke Koch. Wir machen heute bei dem Mega-Wetter hier einen richtig tollen Ausflug, zeigen euch, was wir so machen, was wir unternehmen, wenn wir unterwegs sind. Ich wünsche euch viel Spaß und folgt Luke Koch. Wir waren heute unterwegs und da ist uns auch wieder mit Freunden und da ist uns auch wieder so vieles klar geworden und das möchten wir euch einfach mitteilen. Also, bei uns hat das ja alles begonnen mit so einem Tief im Leben, wie das oft bei vielen so ist, wo ich es auch mitkriege. Und ich finde es immer so beflügelnd und befreiend, wenn man darüber spricht, weil irgendwie kommt jeder mal an diesen Punkt im Leben. Schwer damit, oder? Also jeder ist auf seiner Reise und will eigentlich glücklich sein, egal was er tut, und weiß oft einfach nicht den Weg oder weiß nicht, wie er das Glück finden kann. Ja, und viele denken dann, ja, ich möchte viel Geld haben und dafür viel arbeiten, dass sie dann irgendwann mal im Leben das Geld benutzen kann, um irgendwas Tolles zu machen. Aber wann ist irgendwann? Eigentlich leben wir nur jetzt. Jetzt hier in dem Moment sitzen wir hier und erzählen. Und wenn der Film eine Stunde alt ist, ist es schon wieder Geschichte. Dann passiert schon wieder was Neues. Und so geht es eigentlich immer im Leben. Genau. Man lebt nur jetzt. Genau ist es jetzt auch, wenn du jetzt im Moment diesen Film anschaust, kriegst du nur jetzt den Input und dann bewirkt es vielleicht irgendwas in dir auch. Ja, diese Sehnsucht, die jeder hat, um einfach glücklich zu sein und frei zu sein. Freiheit, was bedeutet Freiheit? Und da machen wir uns gerade viele Gedanken drüber, weil wir alle auch einfach in einem System drin stecken. Ungewollt, oft merken wir es gar nicht. Und wir haben viele Glaubenssätze, wie du bist nur was, wenn du viel arbeitest. Ja, oder dass man zum Beispiel ein großes Auto, dass das so eine... Dass einem das Glück bringt. Genau, und dass das eine Bereicherung ist. Hallo, wir sind hier gerade unterwegs im Wald. Und wir sind da, wo ich früher als Kind immer war. Und da haben wir einen Staudamm gebaut hier hinten. Und heute ist relativ kalt, aber ist total schön hier. Wir sind im Wald, ja. Die Kiddies sind auch dabei, wir sind mit Freunden unterwegs und es ist total schön heute hier. Glück fängt in einem selber an und erst wenn du anfängst, dich selber zu lieben und dich zu akzeptieren, kannst du das anderen geben und nach außen strahlen und nur so kannst du in dir Glück finden. Und Glück gibt dir nicht keine Äußerlichkeiten, Glück gibt dir kein tolles Hemd, Glück gibt dir kein Lamborghini vor deinem Haus, sondern Glück kannst du dir nur selber geben, indem du das tust, was du möchtest. Hallo! Was machst du? Bei der Eiskönigin. Viele spüren das auch und merken, wenn sie an was denken, was sie glücklich macht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Handwerker. Ein Handwerker macht seinen Job
dass er Geld verdient, dass er seine Miete zahlen kann, dass er sich den Sprit leisten kann zum Beispiel, hat aber vielleicht ganz andere Fähigkeiten, viel tollere Fähigkeiten, die er noch nicht so auslebt, aber die ganze Zeit den Drang hat, es zu tun, aber sich nicht traut, weil er Angst hat, dass er all die Sicherheit, die er jetzt hat, also seine Wohnung, sein Auto und so weiter, zu verlieren, vielleicht auch seine Familie zu verlieren, weil er denkt, er kann seine Familie nicht mehr ernähren, wenn er keinen Job mehr hat. Aber er weiß gar nicht, was passieren kann, was wirklich alles passieren kann, wenn er den Mut hat, das zu tun, für das er brennt und für das er sein Herz gibt. Und wenn er es versucht, dann wird er viel, viel, viel erfolgreicher werden und viel glücklicher werden, als es jetzt vielleicht ist. So, wir sind hier am Wandern, ist total schön. Ist es schön hier? Ja, richtig schön. Das sind eben diese Glaubenssätze, die einem vielleicht als Kind schon vermittelt werden. Du bist nur was, wenn du was tust. Genau, und du musst irgendwas tun, was dir Sicherheit gibt. Aber wenn ich jetzt einen Job habe, wo ich 2000 Euro im Monat verdiene und einen Lebensstandard habe, wo ich dieses Geld auch brauche, dann mache ich mir selber vielleicht auch einen Druck damit, dass ich so viel verdienen muss. Wenn ich jetzt aber sage, hey, ich bin Künstler oder irgendwas und das beflügelt mich, das lässt mein Herz strahlen und es gibt mir so viel Freude im Leben und ich habe so viel Freiheit damit. Und ich verdiene bloß 500 Euro damit, aber habe vielleicht einfach nur irgendwo in Portugal, was weiß ich, am Strand eine kleine Hütte. Und bin aber frei und glücklich, dann ist das doch das Beste, was einem passieren kann. Wir haben uns auch überlegt, wie viel können wir bei Luke Kocht preisgeben? Und mittlerweile stehen wir immer mehr zu auch unserer spirituellen Seite. Ja. Und dadurch lernen wir gerade total tolle Leute kennen. So wie heute beim Spazieren und man redet über tolle Themen, die einen wieder weiterbringen. Und ja, nur wenn man ehrlich ist, kommt man auch weiter. Wenn man sich selber vormacht und sich selber belügt, dann ist auch das ganze Leben auf einer Lüge basierend. Und dahinter muss man einfach kommen. Das ist eine Elfenhöhle. Eine Elfenhöhle. Wie werde ich glücklich? Das ist vielleicht auch so eine Frage, ist ja alles schön und gut, aber woher weiß ich, was mich glücklich macht? Da kann ich einfach nur dazu sagen, dass man echt so ein bisschen mal in der Stille sein muss und einfach wirklich in sich horchen muss, weil jeder hat Baustellen in sich und das sind wirklich so schlimme Themen, die man mal erlebt hat und die man vielleicht verdrängt hat. Und dahinter schlummern wirklich große Schätze. Es lohnt sich wirklich mal in sich hineinzuspüren, was da für ein Potenzial steckt und welche Sehnsüchte da verborgen liegen. Ja. Und es ist oft so, ganzheitliches Glück zu erfahren zu können überhaupt, muss man durch ein Tal gehen und es muss einem einfach auch schlecht gehen. Und es gibt Situationen wie in meinem Leben und in unserem Leben, dass wir durch finanzielle Nöte, finanzielle Ängste gehen, durch persönliche Ängste, Situationen durchgehen müssen und wirklich schlimme Sachen erfahren müssen, dass wir jetzt auf einem Weg sind, immer mehr diesen Berg zu erklimmen. Und genau das Bergerklimmen gibt einem Glückseligkeit. Nicht das oben zu stehen auf dem Berg und alles erlebt zu haben, sondern diesen Weg zu gehen. Und der Weg ist das Ziel und der Weg bringt dir Glück. Also wie man sieht, hier oben sind die Augen. Und das sieht aus wie hier so eine, wie so ein Nüstern an der Seite, wie eine Schnauze und so ein bisschen schiefe Zähne. Irgendwie wie so ein Nilpferd, finde ich, wie ein Nilpferdkopf oder vielleicht ein Pferdekopf. Und hier sieht es aus wie ein Elfenwald. Oh, ist das schön hier. Und auf diesem Weg befinden wir uns, lernen Leute kennen, die uns weiterbringen, die uns Glück schenken. Und das ist so faszinierend, was passiert, wenn man einmal den Mut hat, was zu ändern. Und die Veränderung bringt immer Glück mit sich.
auch immer zwei Seiten der Medaille betrachten. Also im Prinzip ist immer alles eigentlich positiv. Ich weiß, es gibt ganz, ganz schlimme Dinge im Leben. Und ich kenne das wirklich selber. Ich weiß, was es heißt, wenn man wirklich durch eine schlimme Zeit durchgeht. Aber ich weiß auch, dass am Ende immer was Gutes wartet, weil wir alle haben das Recht auf ein glückliches Leben. Aber ich glaube einfach an die höhere Bestimmung und ich glaube einfach daran, dass alles für irgendwas gut ist am Ende. Die Natur ist einfach unglaublich. Da liegen Baum. Und ganz besonders schön finde ich die Bäume. Mich zieht sehr zu Bäumen hin. Vor allem in Australien gibt es so riesige Mammutbäume. Bäume haben ein Netzwerk zueinander, also die haben ein eigenes Bewusstsein und wenn ein Baum verletzt ist, dann helfen die sich gegenseitig. Bäume sind wirklich großartig und wir sollten uns wieder mehr bewusst machen, wie wichtig Bäume für uns sind, weil ohne Bäume kein Sauerstoff. Und jeder von uns ist auf seinem Weg, auf seinem eigenen Seelenweg. Kann man sagen. Wir müssen mehr Respekt haben vor jedem Weg, oder? Wie soll ich sagen? Ja. Genau. Selbst wenn wir Leute treffen, wo wir sagen, was ist das für ein Idiot? Dann ist er auf seinem Weg und wir können das nur begleiten und können ihm Licht und Liebe schenken und ein Lächeln schenken. Und dann geht es ihm vielleicht auch wieder besser, weil wir dann ein Teil seines Seelenwegs geworden sind und konnten ihm vielleicht auf seinem Weg behilflich sein in ein schöneres Leben. Genau, und auch echt immer überlegen, ob ich jemanden wirklich beurteile und verurteile, weil das Leben ist Bewegung und es geht keinem immer nur gut oder immer nur schlecht. Und jeder, der vielleicht den Mundwinkel nach unten dreht, vielleicht einfach da mal das Herz öffnen und wirklich hinterfragen, geht es dem Menschen gerade gut oder kann ich dir mit einem Lächeln vielleicht gerade irgendwie den Tag retten? Ja, und das war nur Teil 1 jetzt von unserer kleinen Geschichte. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren. War richtig schön der Tag heute, vor allem an der Sonne. Und ja, geht raus mit euren Kindern, genießt die Sonne, Vitamin D. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Lu. Eure Tage. Warte nochmal. Eure Tage. Hallo liebe Freunde von Lu kocht.